Ich stehe hier vor dem Bode-Gymnasium, wo Ende des Monats die wichtigen Schulsprecherwahlen stattfinden werden. Und jetzt werde ich erstmal die beiden Gruppen interviewen. Wir sind Phanomatics, die Spaßpartei. Was genau wollt ihr denn machen? Wir setzen uns dafür ein, dass in den Schulen Handys benutzt werden dürfen. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass wir Kinder nicht als Taschenrechner missbraucht werden von den Lehrern. Kickern während der Unterrichtszeit. Das waren die Phanomatics. Ich gebe ab ins Studio. Und warum findest du die super? Weil sie sich für Spaß einsetzen. Also Spaß ist Blödsinn und Schule steht für Lernen. Okay, wie findest du die Phanomatics? Cool. Warum findest du die super? Weil die sich für Gerechtigkeit einsetzen. Nee, die sind bescheuert. Nee, die haben erst ein... Die sind nicht mal ganz dicht. Die denken immer nur an sich selber und natürlich an die anderen, aber... Nee, von der Schulregel sollt ihr immer in dieses Fach immer natürlich dasselbe machen, so wie wir das immer schon haben. Ja, und so eine blöde Enttäuschung von den anderen will ich überhaupt gar nicht haben. Und die sind nur gekiffen und nur geschält und die trinken voll der Gesoffenheit von ganzen Redaktion. Vielen Dank auch. Setzt euch. Habt ihr euer Wahlprogramm schon veröffentlicht? Wie war nochmal euer Wahlprogramm? Wir machen die Wiedereinführung des Faschings. Neben dem Lehrerzimmer einen Kummerkasten. Jede Woche hat eine andere Klasse Küchendienst und Toilettendienst. Gut. Ihr seid mein Team. Ja. Aber so gewinnen wir die Wahl nicht. Da muss noch ein bisschen mehr Pep rein. Die Masse ist doch dumm und faul. Wer? Wir oder was? Wie Schafe. Das Volk will Brot und Spiele. Und wir geben ihnen das. Und wenn wir die Wahl gewonnen haben, dann nehmen wir wieder euer altes Programm. Und wenn wir uns weigern? In wie vielen Jahren macht ihr euren Abschluss? In 2 Jahren. Ihr wollt euren Abschluss auch haben, oder? Wir sind die DRSH. Die DRSH? Was bedeutet das denn? Rote Suppe! Helden! Das klingt interessant. Wofür setzt ihr euch denn ein? Handys in den Klassenräumen sind Pflicht. Für die Schlafräume, die in den Klassen sind. Die ganze Fächer soll weggestrichen werden. Mathe, Deutsch und alles. Das klingt ja echt alles sehr cool, aber glaubt ihr wirklich, ihr könnt das umsetzen und wenn wie? Alternative bleibt das unser Geheimnis. Mal gucken, ob ihr gewählt werdet. Das waren die roten Superhelden. Die roten Superhelden, so ein Kifferkram, ey. Kann man doch nicht ernst nehmen. Also wenn es nach mir ging, ich würde sowieso hier ganz andere Seiten aufziehen. Ne? Aber mich fragt ja keiner. Voll cool, weil man da Handys spielen kann. Schlafraum, dann gehen die Kinder zur Schule, um zu schlafen dort? Gut, weil man da auch schlafen kann. Also ich halte das für totale Spinnerei. Ich glaube, da müssen wir uns gar nicht weiter mit auseinandersetzen. Aber wir werden ja sehen. Schlafen kann man umsetzen. Man kann einfach Betten reinstellen. Handys auch. Wichtig an der Schule ist, dass das System Schule als solches nicht gestört wird, der Unterricht reibungslos funktioniert und die Ordnung aufrechterhalten wird. Sie kommen! Na, was macht ihr denn hier? Wir waren in die Stadt. Was war denn das da gestern für ein Schwachsinn im Fernsehen? Was? Ihr habt einen Fernseher? Wie groß war der? Willst du mich verkackeiern? Ist ja schon gut, ist ja gut. Das war nur ein Witz. Also wir fanden euer Programm so gut, wir wollten einfach... Wir haben von eurem Programm was geklaut. Ist ein bisschen noch verändert, aber zumindest ein bisschen von uns, also unseres ist. Hm.
stehen hier im Wahllokal des Gödde-Gymnasiums, wo jetzt schon fleißig ausgezählt wird. Wie sind denn die ersten Hochrechnungen? Voll cool. Na, Mädels, wie schaut sie aus? Kusch! Ist ja gut. Wir kommen jetzt zur Verkündung des Wahlergebnisses. Phanomatix hat 238 Stimmen und DRSH hat 267 Stimmen. Yeah! Yeah! Wie fühlt man sich denn so als Gewinner? Genial. Ja, super cool einfach. Wollt ihr euer Wahlprogramm denn jetzt sofort umsetzen oder erst so in 1-2 Wochen? Ach, ich glaube, wir setzen mal das gleich mal um. Mal sehen, was daraus wird. Und ich kann mich schön und gemütlich im Bett chillen. Das ist ja hervorragend gelaufen. Wir warten jetzt noch 1-2 Monate ab und dann holen wir die alten Pläne wieder raus mit Kummerkassen und so weiter. Ja, super. Die Lügner und Betrüger! Was hat der Direktor euch gezahlt? Naja, bezahlt? Was meinst du damit? Wir sind keine Lügner. Ich zeige euch die Wahrheit, dass wir nicht lügen. Was ist denn hier los? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Wieso ist hier kein Unterricht? Was sind das hier für Zustände? Ihr Lümmelhunde, ihr Banausen, Anarchie. Ey, Alter, chill dein Leben. Och. Und ich sag's jetzt nicht nochmal.